So, es ist jetzt Sonntagmorgens. Wir fahren gleich zum Gottesdienst und da werde ich mich jetzt erstmal ein bisschen fertig machen. Wir sind schon ein bisschen spät dran, das heißt, ich muss mich schnell umziehen und dann geht's auch schon los. Wir waren heute im Gottesdienst in der Elmbrook Church und diese Gemeinde, die ist echt richtig heftig groß. Also das, was ihr eben gesehen habt, das waren nur die Parkplätze für diese Gemeinde. Und dann, was da drin ist, das ist auch krass. Das sieht schon fast aus wie so eine Universität oder so etwas. Und ich habe gehört, dass hier in der Gegend, wo ich wohne, ungefähr ein Drittel aller Menschen jeden Sonntag in den Gottesdienst gehen. Und auch der Gottesdienst an sich, das ist wie so ein richtiges Event mit professioneller Musik und Redner und so weiter, also richtig krass. Dort in der Gemeinde habe ich dann auch eine kennengelernt, die auch aus Deutschland kommt, aus Köln. Ja, und das ist ganz cool, einfach mal eine Person zu haben, die auch ein bisschen Deutsch spricht. Und vielleicht werden wir jetzt in der nächsten Zeit auch ein bisschen was machen, also wenn sie dann mit ihren Kumpels und sowas unterwegs ist, dass ich dann einfach mitkomme und so. Und dann nach dem Gottesdienst sind wir nach Milwaukee in die Innenstadt gefahren und haben uns das ein bisschen angeschaut. Das ist auch richtig cool, also diese ganzen Gebäude und sowas, das beeindruckt mich übelst. Also ich liebe ja so Großstädte. Und Milwaukee ist jetzt gar nicht mal so groß. Wir haben ungefähr 500.000 Einwohner, also eine halbe Million. Aber trotzdem, es wirkt einfach viel größer, also gerade die Innenstadt, weil das anders ist als in Deutschland, weil man diese hohen Gebäude hat und so weiter. Und dann war da gerade auch ein Festival und zwar eins für die französische Revolution oder sowas, keine Ahnung, also irgendwie so ein Frankreich-Fest. Und dann waren wir dort noch ein bisschen. Thank you so much, we're Eagle Trace, we're from here in Milwaukee. Und anschließend waren wir in einer deutschen Bar, also Milwaukee hat auch ein deutsches Viertel, ganz interessant. Relativ viele, die ursprünglich deutsch sind, hier in dieser Stadt und deshalb gibt es auch ein ganzes Viertel mit deutschen Bars und Restaurants und sowas und deshalb waren wir auch in einer deutschen Bar und haben ein schönes deutsches Weizen getrunken. Und jetzt sind wir wieder hier zurück zu Hause. Ich trinke noch einen schönen Kaffee, ich habe gerade noch ein bisschen gepennt und nachher geht es weiter mit dem nächsten Teil Star Wars. Wir haben uns vorgenommen, in dieser Zeit so ein bisschen die Star Wars Filme durchzugucken, weil der Peter, mit dem ich hier zusammen chille, der ist ein übelster Filmfan und ich habe noch keinen einzigen Star Wars Teil vorher gesehen und der hat gesagt, die musst du unbedingt sehen und deshalb gucken wir uns die einfach jetzt alle an. Und ja, heute ist Part 6, glaube ich, sogar schon dran. Aber wir haben die auch nicht von Anfang durchgeguckt, sondern ab 4 gestartet, weil die Teile davor irgendwie eine Vorsequenz sind oder sowas. Keine Ahnung, ich weiß es nicht genau. Ich dachte schon, die Siedlung ist komplett ausgestorben, aber anscheinend leben hier doch ein paar Menschen. So, und ich würde sagen, wir kommen jetzt zum Kommentare-Teil. Erstmal vielen Dank an alle, die Fragen gestellt haben mit zwischen 1 und 10. Genau das möchte ich jetzt abhandeln in diesem Teil. Wie sehr magst du Samsung? Weil es nicht nur Handys, sondern auch andere Geräte und so etwas gibt, würde ich sagen 7 von 10. Von 1 bis 10, wie geil findest du deinen Banner? Dem würde ich, glaube ich, eine 8 geben, weil der ist schon richtig gut gemacht. Man könnte bestimmt noch irgendetwas verändern, aber an sich ist er auf jeden Fall schon richtig geil. Ich weiß selber nicht, was ich verändern würde. Wie sehr magst du deine Community von 1 bis 10?
Ich würde sagen, auf jeden Fall eine 9 mindestens, weil es ist einfach mega geil, wie viel Spaß ich schon mit euch hatte. Und unter der Community verstehe ich natürlich nur die aktiven und positiven Leute. Die anderen, die gehören für mich nicht dazu. Also deshalb 10 von 10. Wie sehr magst du Christian W.? Dem würde ich schon eine 2 geben, weil der schon nicht ganz so schlecht ist. Nee, Spaß. Das ist ein Kumpel von mir aus meiner Schule. Und dem gebe ich auf jeden Fall 10 von 10 Punkten. Auf einer Skala von 1 bis 10, wie sehr magst du es, am Freitag nach Hause zu kommen und zu wissen, es ist Wochenende? Auf jeden Fall auch mindestens eine 8, weil das ist schon ein geiles Gefühl, aber es gibt auch bessere Sachen auf jeden Fall. Auf einer Skala von 1 bis 10, wie cool findest du es, dass die Familie dich aufgenommen hat, also die Familie hier in Amerika? Auf jeden Fall 10 von 10, das ist richtig cool. Die kümmern sich auch um mich, die fahren mich rum zu allen Orten, wo ich hin muss, solange ich noch kein Auto hier habe. Also das ist richtig nice. Hashtag AskJannis, übrigens cooler Hashtag. Wie sehr magst du Spaghetti von 1 bis 10? 7 von 10 würde ich da geben, weil Spaghetti geht eigentlich immer, aber es gibt auch schon noch Gerichte, die deutlich aufwendiger und damit auch besser sind. Von 1 bis 10, wie sehr möchten du und die Familie, die dich aufgenommen hat, ein Video zusammen machen, wie du ihnen Deutsch und sie dir Englisch beibringen? 5 von 10 Punkten, ne, weil ich habe gar keine Ahnung, die Eltern, die kommen erst morgen, deshalb ich weiß gar nicht, wie die drauf sind und dann müssen wir mal gucken, ob die Bock haben oder wie auch immer. Also keine Ahnung. Ja, und dann würde ich sagen, das war's auch schon mit den Kommentaren. Dankeschön nochmal für alle, die mitgemacht haben. Und für die nächste Folge könnt ihr euch gerne Entweder-Oder-Fragen ausdenken. Und dann möchte ich das im nächsten Teil machen. Also so entweder Hund oder Katze. Also was magst du mehr? Sowas, Fragen in diese Richtung. Und was ihr auch gerne schreiben könnt, sind irgendwelche Vorschläge zu Videothemen vielleicht. Also dass ich so ein paar Themen abhandle. Zum Beispiel könnte ich ein Thema darüber machen, wie ist es, alleine zu reisen? Oder lasst euch da irgendetwas einfallen. Das wäre mega cool. Und ich hoffe, dass ihr beim nächsten Vlog dann wieder dabei seid und genauso aktiv seid.